Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atomic Heart und dem Beagle. So, wir wollen hier weg. Nachdem wir letzte Mal auf sehr unglorreiche Weise den Typen verloren haben. Aber nicht hier lang. Was will die Musik mir sagen? Au. Alter, wie? Was zum Vergnügen? Au. Werde ich von noch was angegriffen oder wie? Oh, guckt ihn euch an. Ist das nicht irgendwie süß? Ach Gott im Himmel, wenn ich wenigstens treffen würde. Die Musik ist mir fast schon ein bisschen zu actionreich, wenn ich ehrlich bin, aber naja. Na gut. Da kommt noch mehr. Hoppala. Ich verstehe es nicht. Was war das? Bin ich tot? Warum bin ich tot? Was passiert? Weiß ich nicht. Bist du's? Du bist das. Ah, komm doch her. Okay, eins. Okay. Na, von mir aus. Ah! Wo kommst du her? Aus dem Ding? Oh Gott. Noch mehr von diesen Dingern. Wo? Ich sollte einfach gehen, ehrlich. Aber die hier sind easy zu töten und geben Ressourcen, also why not? Nein, er kann schon wieder die Treppe nicht laufen. Ach Gott, speichern. Speichern. Sag mir ruhig, dass ich ganz oft an Nora drangehen soll. Umso öfter mache ich das auch. Darf ich nicht? Gefällt dir unser Busch, du heißes Gerät? Der ist hinreißend. Wovon zum Teufel faselst du da? Welchen Busch meinst du? Den, von dem du den Polymerkanister hast, schöner Mann. Du meinst diesen zugewucherten Schierling? Was ist daran so toll? Ich mag, wie er die Leute mit seinen Ranken erwürgt. Die platzen wie Luftpolsterfolie. Total süß. Sag noch einmal was Krankes über das Töten von Leuten, dann gibt es eine Abreibung. Aber nicht für mich, Großer. Wer verschafft dir denn sonst Vergnügen? Dann reiß ich eben dein Sprachmodul raus, damit du Ruhe gibst. Das reparieren die Bichelars. Aber ich mag es, wenn du so redest. Schimpf mich aus. Sei streng mit mir. Halt die Fresse. Sowas von. Ach, ich habe so viel Schrotmunition. Das wusste ich nicht. Habe ich gar nicht mitbekommen, Leute. Dann würde ich sagen, ist ein bisschen Schrottime angesagt. Alleine, damit ich weg von der Eulen da komme. Speichere Daten. Oh. Die Musik stresst mich.
Charles, die haben aber jetzt nicht ständig so mit der Birke rumgespielt, oder? Nein, absolut nicht. Die Birke ist zuallererst ein Symbol. Obwohl sie durchaus eine sorgfältige Pflege benötigt. Alle zwei Tage. Das heißt, man muss jeden zweiten Tag rumlaufen und 4 Kanister einsammeln? Das ist ja furchtbar. Ja, ich denke mir auch schon die ganze Zeit, dass hier alles so furchtbar ist. Also mach dir nichts draus. Ich glaube, dass das Kanisterbeschaffen deutlich einfacher war, als die Anlage noch nicht einfach komplett untergegangen ist. Ich hasse Parasiten, ob menschlich oder nicht. Wenigstens kann der Baum jetzt entspannen. Die Schädlinge wurden vernichtet und die Birke ist wieder in normalem Zustand. Schick, schick. Der vegetative PEC-4-Birke-Generator ist jetzt voll funktionsfähig. Nein, da gehe ich dann noch nicht hin. Was killen die alle mal diesen süßen kleinen Roboter? Das Tor ist offen. Wir können den Vavilov-Komplex verlassen. Na, endlich. Ab jetzt will ich keine verdammten Kanister mehr sehen. Wir haben es geschafft, Genosse Major. Immer mit der Ruhe, ich war das. Ich habe für moralische Unterstützung gesorgt. Ja, wie auch immer. Ein bisschen geholfen hast du schon. Wie fühlst du dich? Diese Frage trifft auf mich zwar nicht ganz zu, aber trotzdem vielen Dank. Mir geht es gut. Können wir jetzt gehen? Ja, klar. Ich habe nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen. Ja, ich weiß, was Sie mir sagen wollten. Und nein, ich will hier definitiv nicht nochmal rumlaufen. Was ist dein Problem? Drück die Scheiße doch. Charles, wie ist Sheraton Sacharow gestorben? Unter ungeklärten Umständen. Dr. Sechenov ist der Einzige, der die Einzelheiten kennt. Ungeklärte Umstände? Dr. Sechenov hat keinem erzählt, was passiert ist. Doch. Atlas? Angeblich ist Professor Sacharow ausgerutscht und in ein Becken gefährlicher experimenteller Neuropolymere gefallen. Ausgerutscht. Oh, scheiße. Armer Kerl. Was ist denn daran so ungeklärt? Manchen Leuten kommen gewisse Aspekte der Geschichte merkwürdig vor. Ausgerutscht. Aufgrund einer bizarren Verkettung von Umständen konnte kein Bildmaterial des Vorfalls sichergestellt werden. Des Ausrutschens. Obwohl in Laboren ständig alles dokumentiert wird. Naja. Kann mal passieren, oder? Kameras gehen kaputt oder Daten werden nicht aufgezeichnet. Durchaus möglich. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass das fragliche Polymer überhaupt nicht gefährlich ist. Daran stirbt man nicht. Du selbst schwimmst gern darin. Oh, na schön. Aber vielleicht handelte es sich bei dem Polymer um eine einzigartige experimentelle Probe oder sowas. Wie viel Ausreden für den Mann noch? Hm? Auch das ist durchaus möglich. Aber hätte Professor Sacharow nicht gewusst, dass die Probe, mit der er arbeitete, gefährlich war? Er hat sie schließlich eigenhändig erschaffen, zusammen mit Dr. Sechenov. Das ist doch nicht zu fassen. AKA Atlas. AKA Atlas, Leute. AKA Atlas. Wer das nicht versteht, den Bezug. Wir werden Bioshock noch spielen. Wie lange braucht der Aufzug denn noch? Fehler im System oder wie? Hallo, ich will hier raus. Ich will hier raus. Oh nein. Oh nein, sie sieht so aus, als würde sie mich wieder angehen wir von der Seite. Die Station lässt Neuer und den Zug nach Solnitz Neuer nehmen. Von da aus geht es zu Fuß weiter. Und wo können wir diese Station finden? Sie ist auf der anderen Seite des Dorfs. Dann lass uns gehen. Autorisierung. Major Nechayev. Okay, lasst mal gucken, ob wir jetzt was upgraden können. Idealerweise die hier. Nicht erstellen. Nein. Das habe ich nicht. Das habe ich alles nicht. Aber sicher. Dankeschön.
Die Musik ist toll, wenn ich die immer mal kriegen könnte, Leute. Die Musik nehme ich immer. Dann quatscht die mich nicht zu, alles ist gut. Aber nein, natürlich nicht für mich, nicht für den Beagle. Ich weiß nicht, was das ist, aber egal. Verbrauchsobjekt, Munition. Nicht genügend. Nicht genügend! Das ist frustrierend. Ich mag die Musik. Warte. Die Musik hat was. Kartuschenwaffe. Wie benutze ich diese Kartuschenwaffe? Niemand erklärt es mir so wirklich. Ach, schade, Leute. Wirklich schade. Speichere Daten. Wir haben aber noch 8 Minuten. Ich kann also nicht die Zeit damit verbringen, einfach wahllos nur Musik zu hören. Also könnte ich schon, aber dann habt ihr noch weniger zu sehen als in den sonstigen Folgen bis jetzt. Wie gesagt, macht auf Pause und lest es euch durch, weil ich habe keinen Bock. Vielen Dank, einen schönen Tag. Das mit dem Löschen der Nachricht hat natürlich sehr gut funktioniert. So. Vielleicht mache ich doch den Streamer-Modus an, in der Hoffnung, dass ich dann einfach die Musik nicht mehr hören muss. Weil im Streamer-Modus können sie ja keinen Gesang mit wirklichem, also nichts mit Gesang nehmen. So rein aus Lizenzgründen. Hier nicht? Nicht hier? Wo denn? Scheiße. Chelas. Was machen die hier? Sie reparieren defekte Roboter. Je mehr Chelas da sind, desto schneller wird die Reparatur ausgeführt. Die sind gerade nicht gefährlich. Geh weiter und beachte sie nicht. Wie war das? Ich warte lieber. Einer von ihnen hat eine Kamera. Es wäre gut, wenn er mich nicht sieht. Der Apacht ist der regionale Uplink des Ökosystems, er hält sich mit Hilfe eines Windgenerators in der Luft. Ein Habicht kann über ein Terminal gesteuert werden. Wenn die Löwenzahnüberwachungskamera feindliche Aktivitäten aufzeichnet, wird Alarmstufe 2 in die nächste Roboterfabrik geschickt, um Verstärkung umzufordern. Oh, Leute. Ich habe das Gefühl, dass hier ein Haufen Kameras. Wohin übertragen Sie, was Sie aufnehmen? Informationen der Sicherheitskameras werden zum fliegenden Roboterkontrollknoten Habicht geschickt. Aha. Und was macht er, wenn er mich in einer Aufnahme entdeckt? Bei einer Entdeckung wird Alarm der Stufe 1 gegeben. Und alle Roboter in der Nähe kommen zu deinem aktuellen Standort. Sieht eine Kamera einen Angriff auf einen Roboter, wird Stufe 2 ausgelöst. Und der Habicht entsendet weitere Kräfte. Ja. Wie erkenne ich die aktuelle Alarmstufe? Deine Polymernetzhaut ist mit einer Alarmstufenanzeige ausgestattet. Aha. Wenn kein Alarm ist, warum greifen die Viecher mich dann an? Es war mir eine Ehre, mit dir zu dienen, Major P3. Bedauerlicherweise wirst du in Kürze sterben. Komm, warum? Ey, warum? Okay.
Okay, ich renne jetzt einfach. Heilige Scheiße, woher kommen die überhaupt? Ein Hummelroboter transportiert sie aus einer Fabrik in der Nähe. Naja, immerhin gibt er mir stringent vor, wo ich lang gehen muss, also alles gut. Welche Roboter der Anlage sind sonst noch gefährlich? Alle vermutlich. Außer den Tereshkovas, denn sie operieren autonom und sind nicht ans Netz angeschlossen. Also hat der von Petrov infiltrierte Hauptsender keinen Zugriff auf die Tereshkovas. Ach, endlich mal jemand, der es nicht auf mich abgesehen hat. Na, schönen Dank auch. Für nichts. Au, sag mal, ihr seid ganz schön aggressiv, ihr kleinen Teile, ne? Echt jetzt? Oh, wenn ich dich finde, bist du tot. Das Chicken. Oh nein! Mach die Kamera bloß nicht. Oh nein! Nein! Hallo! Hallo, was ist denn? Hallo, was ist dein Problem? Lad die fucking Scheiße doch nach! Du bist ein Trottel! Du bist einfach nur der letzte Trottel! Was bist du? Du bist doch kein KGB-Agent! Du bist ein absolut hirnrissiges Arschloch! Oh mein Gott. Leute, das ist noch schlimmer als unten in der Anlage, ehrlich. Oh. Ja, ja. Leute, das ist doch eine Farce. Wie will ich mich denn hier umgucken, wenn ich die ganze Zeit beobachtet werde? Ach so, ja, das ist vermutlich der Joke da dran. Oh, ich krieg zu viel. Vielleicht noch ein paar. Was denken die sich hierbei außer gar nichts? Lass mich nicht an. Wo? Darf ich jetzt, oder? Was jetzt? Was hat mich jetzt entdeckt, ha? Oh, Leute! Ich kann mich hier gar nicht umgucken. Die wollen gar nicht, dass ich mich hier umgucke. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wo? Ach, ist mir jetzt auch egal. Hallo. Поднимутся дровы и сипухи со специальной пилотажной программой.
Ich habe darauf gerade sowas von keine Lust, Leute, ne? Natürlich. Okay, wisst ihr was? Drauf geschissen. Ich gehe jetzt einfach. Dann loote ich halt nichts von mir aus. Ich will gar nichts looten, ehrlich. Oh mein Gott, das ist ja die Hölle! Renn doch einfach mal ein bisschen schneller, du Sohn. Ach, jetzt kannst du nachladen? Wie schön. Schnapp A. Ach, scheiße. Das Sicherheitssystem hat das Tor verschlossen. Wir brauchen Zugang. Den kriegen wir nur durch eine Verbindung mit den Sicherheitskammern. Du hast zu viel Aufmerksamkeit erregt, Major. Das gibt Ärger. Leute, ich bin genervt. Ich bin so genervt. Ich meine, sorry, aber... Ja, ich mach dann jetzt hier einen Cut rein. Diese Open World ist noch beschissener als alles, was ich mir je vorstellen konnte. Mich interessiert schon gar nicht mehr, was ich hier entdecken könnte. Ist mir scheißegal, Hauptsache. Wie komme ich denn da hoch? Leute, wie komme ich da hoch? Wie stellen die sich das vor? Vermutlich irgendwie sowas hier. Er folgt mir rein. Du das bitte mal für mich. Sag mal. Oh mein Gott. Nein, hallo, sterben, sterben. Gott, Leute, ich bin für heute so durch mit Atomic Heart. Ich will's nicht mehr. Es ist einfach nur grausam. Einfach nur grausame Scheiße. Keine Ahnung, was die sich gedacht haben, dass es eine geile Idee für ein Spiel ist. Ich habe da draußen jetzt so unglaublich viel Munition verschwendet für nichts. Egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein.